Hallo, mein Name ist Kip Supernova, willkommen in meinem Science-Fiction-Laboratorium und zu dem abschließenden Video über das Thema die dreibeinigen Herrscher und was hat eigentlich Disney damit zu tun. Ohne die Geschichte näher zu spoilern, möchte ich hier kurz den Abschluss der Saga, wie er in den Romanen erzählt wird, anreißen und dann noch einige Hintergründe nennen, wieso wahrscheinlich die Treepods bis heute nicht weiter verfilmt wurden. Es ist eine typische Ausgangssituation, wie man sie sich in einer Geschichte wünscht. Die Hauptcharaktere sind nun ohne die Hilfe der alten Lehrmeister auf sich gestellt. Will, Beanpole und die Gruppe zusammengewürfelter Zirkuskids, die nun das Schicksal der Menschheit in ihrer Hand haben. Denn sie sind die letzten freien Menschen und die auch noch die Geheimnisse der Dreibeiner wissen. Und sie verfolgen einen Plan, der tollkühner nicht sein kann. Erstens, einen Dreibeiner, also eine der Maschinen, kapern. Zweitens, in die goldene Stadt einbrechen, wenn nötig sich freischießen, denn die Treepods besitzen Laserkanonen. Drittens, einen Meister, also ein lebendiges Alien, entführen, seine Schwachstelle erkunden und ihn zwingen, die Kappen abzuschalten. Viertens, die Menschen zum Aufstand gegen die Meister mobilisieren. Denn hinter den Dreibeinern verbergen sich organische Lebewesen, die sterblich sind und empfindlicher sind, als man glauben mag. Denn Will hat es geschafft, mit einer kleinen Handbewegung seinen Meister zu töten. Ja, wirklich. Spoiler. Und die Zeit läuft, denn nicht nur das Raumschiff der Trion mit tödlicher Fracht ist zur Erde unterwegs, die menschlichen Sklaven im Inneren der Stadt altern unter den Bedingungen dort rasend schnell. Wills Vorgänger war äußerlich ein alter Mann mit weißem Haar, aber er sagte, dass er 21 Jahre alt sei. John Christopher hat noch ein Prequel verfasst zu der Geschichte, das zeigt, wie die Trions schleichend die Menschheit erobern und ihre Zivilisation vernichtet haben. Somit sei die Frage beantwortet, ob die dreibeinigen Herrscher nun eine Art Parallelwelt zu Krieg der Welten sein soll, beantwortet. Nein, es ist eine separate Geschichte. Auf das Prequel möchte ich in ein anderes Mal eingehen, wenn ihr möchtet. Zum Schluss möchte ich noch erzählen, was ich über die Treepods, Pläne einer Kinofilmreihe und, tja, was Disney damit zu tun hat, herausgefunden habe. Tja, zuallererst, ihr wollt die Treepods Romane lesen? Kein Problem. Für schlappe 30 Euro aufwärts könnt ihr die Bücher bei Amazon oder eBay erstehen. Ein Sammelband mit allen drei Teilen der Trilogie in einem Buch wird zu diesem Zeitpunkt, als ich dieses Video gerade mache und beziehungsweise diesen Blog schreibe, für sage und schreibe über 350 Euro auf eBay versteigert. Nachdrucke gibt es nicht. Es gibt nur entweder gebrauchte Exemplare oder Mängelexemplare. Es gibt auch ein Hörbuch auf Deutsch und Englisch der Geschichte, aber ebenfalls gerade nicht billig. Ihr fragt euch jetzt, what? Warum ist das so schweineteuer und wieso finde ich die Treepods Bücher nicht einfach im Buchhandel für 12,80 Euro im Paperback? Naja, das ist so. Alle Rechte an den Treepods hat sich Disney aufgekauft, mit dem Versprechen, daraus eine epische Filmtrilogie zu machen. Quasi das Science-Fiction-Gegenstück zu Herr der Ringe. Klingt doch cool, oder? Nun, so cool ist es nicht. Da alle Rechte nun Disney hat, werden seltsamerweise keine neuen Bücher mehr gedruckt und das Treepods-Projekt liegt seit gut 20 Jahren in der Disney-Schublade und verstaubt allmählich, wie die Hinterlassenschaften einer technologischen Gesellschaft in den Ruinen des zerstörten Paris nach der Invasion der Treepods. Ich persönlich finde, dass die Story lange überfällig für eine Neuverfilmung ist. Hat es mich, wie so viele andere Fans, damals schon extrem angekotzt, dass die dritte Staffel und damit das Finale nie verfilmt wurden. Abschließend möchte ich noch anmerken, dass dieser Artikel meine eigenen persönlichen Gedanken der Treepods widerspiegeln. Für mich gehören die dreibeinigen Herrscher eindeutig in die Liga visionärer Science Fiction, wo ein realistisches Szenario einer verlorenen Alien-Invasion, also wo die Menschen verloren haben, aufgezeigt wird. Die Helden haben einfache, aber nachvollziehbare Motive. Freiheit und ein Leben ohne Angst.
Will möchte sogar das Mädchen, in das er sich verliebt hat, aus dem Menschenzoo der Trions wieder befreien. Zudem macht die Tatsache, dass unsere Helden nie mit modernen Waffen in einem Feuerwerk der Effekthascherei ihrer Mission bestreiten. Die Welt, in der sie leben, wird aus subjektiver Sicht nach und nach auch für den Zuschauer erkundet und macht mit jeder weiteren Folge die furchtbaren Ausmaße der Herrschaft der Dreibeiner sichtbar. Die dreibeinigen Herrscher sind nicht nur ein wichtiges Stück meiner Kindheitserinnerung und Berührungspunkt mit dem Genre Science Fiction, es ist noch Science Fiction so, wie Science Fiction sein sollte.